Galactic-Musik. Das ist kein gutes Zeichen. Er macht wohl nichts. Nix halt, seht ihr weit. Hm. Okay. Ein Shiny Carpador. Lol, hier leben Shiny Carpador. What the fuck? Shiny Carpador! Achso, der möchte doch kämpfen. Möchtest du den Carpador anschließen und hilflos am Matsch zappeln? Den Shiny Carpador, wenn ich bitten darf. Es ist schon was Besonderes, dass das Shiny sind. Slimer, okay. Der Vorteil für uns? Wir sind Stahl. Der Nachteil, wir haben nur Kampfattacken. Säurepanzer, natürlich. Erhöhe deine Verteidigung noch mehr. Ich kann dich nicht angreifen, aber ich kann meine Verteidigung auch höher setzen. Kommt drauf an, womit du mich angreifst. Ich hoffe, das wird eine Attacke sein, die ich dir auch zuschaden kann. Mein Gott, dann eben nicht. Müssen wir mal gucken, was wir hier wirklich machen sollen. Kraftwelle. Es wird kaum Schaden machen, aber es muss Schaden machen. Einfach ein bisschen. Ja, es wird kaum Schaden machen. Okay. Wir müssen unser Pokémon wechseln. Und zwar Pokémon Panferno. Und jetzt greift es an. Jetzt greift... Es geht einfach nicht anders. Jetzt muss es angreifen. Doch nicht so! Oh ja, klar, merke ich mir unbedingt, dass man auch so angreifen muss. Slimer, okay. Da Mementori Mimo irgendwie so sich selbst getötet hat, um unsere Stadt zu treffen, ganz down zu hauen. Okay. Das ist alles wieder normal. Also die Attacke ist die sinnloseste überhaupt. Im Doppelkampf wäre sie vielleicht ein bisschen behilflich. 66, what the hell? Nein, 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 nein! So sinnlos scheint sie dann doch wohl nicht zu sein. Oh, das war so klug. Ich staune vor meinem Können. So, Flammenrad, ich kann nichts anderes machen. Die Sachen von dem sind zwar down, aber... Alter, ich schäme mich dafür, was ich gerade gemacht habe. Ohne Witz. Alter, sowas... Sowas müsste eigentlich bestraft gehören direkt. Eigentlich wirklich direkt, das ist unglaublich. Weil sowas... Nee. Ja, yeah, Volltreffer. Und was für einer? Wir werden vergiftet, definitiv. Ja, es war vorauszusehen. Alter, und der Gift macht Schaden. Das Gift macht wirklich Schaden. Das Gift macht wirklich Schaden. So. Mal gucken, ob wir Galactic noch vor Part 50 kriegen. Weil, ja. Leute, ich hoffe, ich habe eine Vierseftbeere dabei. Ja, vier Stück noch, okay. Einsetzen. Einsatz in vier Wänden. So. Wir haben noch einen Beleber, ne? Aber wir machen es anders. Da wir sie haben, Sonderbonbon auf die Kay. Dann wird die Kay nämlich wieder leben. Und hat ja eh vorhin schon ein Level abgekriegt, also von daher. Drachen! Oh, wow! Das wusste ich noch gar nicht. So. Richtet mehr Schaden an... Ja, egal. Das kann manchmal gefährlich werden, aber ich behalte es erstmal. Erstmal hier der Gegenschlag weg. Er war natürlich gerade ziemlich peinlich, ne? So. Dann müssen wir uns noch ein bisschen heilen mit dem Hyperdrang. Und TK, ja, Panferno kann erstmal so bleiben. TK kriegt erstmal eine volle Ladung ab. Und wie gesagt, TK ist mit uns auf dem besten Weg nach oben zu gelangen. Die armen Carpadore. Selbst Team Galactic hat keinerlei Verwendung für Carpador. Machen sie etwas gut.
so. Die Musik gefällt mir eher. Ich bin der Gangster. Yeah. Komm her, Bitch. Ich weiß, dass du kämpfen möchtest. Genau, kämpfe mit mir. Tanze, kleiner Galaktikrüpel. Tanze mit mir. Tanze Samba mit mir. Keine Ahnung. Wieder zwei Pokémon und... So langsam frage ich mich aber trotzdem... Ah, wir haben ja Drachenpuls, genau. Muhaha, was sagst du zu Drachenpuls? Deine scheiß Giftattacken können mir sowas vom Arsch vorbeigehen. Abgangsbund. Du Fickteil, ey. Ich glaube, ich werde jetzt, wenn ich angreife und es töte, nimmt es mich mit. Es kann einfach nicht anders. Es wird mich mitnehmen, es ist Ende. Wetten? Ja, genau! Es ging einfach nicht anders. Es wird direkt beim ersten Mal erfolgreich beendet. Oh, ist das Leben unfair, ne? Ja, TK, das Leben ist unfair. So. Damit rechne ich, dass es gleich Explosion einsetzt. Kann ich mir gut vorstellen, dass es das einsetzt. Aber es brennt. Ja, jetzt setzt es erst recht ein. Ne, Matsch... Oh, Matschbombe. Okay. Könnte aber wieder Wettenvergiftung. Panferno, egal was du hast irgendwie einen Hang dazu, dich zu vergiften. So. Einfach Flammenblitz draufhauen, scheiß drauf, ob wir uns verletzen oder nicht. Oder wie viel Schaden wir machen, ich weiß es nicht. Ja. Ein Kampf ohne EP, wortwörtlich. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. So, deine Pokémon attackieren mit unglaublicher Kraft. So, das war ein richtig böser Kampf jetzt gerade. Fliegen. Jetzt können wir mal gucken, ob Weideburg näher dran ist. Wir wollen ja eh noch, wollen wir ein paar Sachen kaufen. Und Weideburg kann man einfach kaufen und dann tada. Freuen wir uns schon drauf. Wir sind jetzt bei Part 47 angelangt, glaube ich schon. Müsste Part 47 sein. Also noch, wir haben noch 47, 48, 49. Wir haben also noch eine Stunde Zeit, um Galactic von den beiden Seen zu vertreiben. Mal gucken, ob wir es schaffen, ne? Ich rechne mal jetzt mit 50 Minuten noch, weil wir haben ja schon 10 Minuten im 47. Part drin. Also kann alles noch ein bisschen werden, ne? Aber ich meine, Part 50 bald und dann große Special-Folge. Eine Stunde Aufnahme Pokémon Bloody Platin. Ja, und hier sind die Bären voll am Verrecken gewesen. Hätte ich sie doch damals mit aufgenommen. Ohne Witz. Nun ja, was willst du machen? Das kann man halt nicht alles machen. So. Mal gucken, ob wir eine Herzschuppe haben. Ich weiß es gerade nicht. Dann können wir unserem TK mal gucken. Alle nämlich Attacken. Ja, ich weiß. Ja, genau. Ja, genau. Ich habe eine. Okay. Jopp. Sollst du. Mal gucken, was die Kerle so kann. Finster-Aura. Oh, lag. Alter. Ja, klar. Wir können nichts mehr machen. So, jetzt können wir wieder was machen. Ja, das interessiert uns auch sowas. Knochenharz könnten wir... Nee, Knochenharz ist... Nee. Auras... Aurasphäre jetzt... Trifft auf jeden Fall, ne? Finster-Aura... Greife... Gegner erschreckt zurück, aber... Mit Finster-Aura hätten wir natürlich eine Attacke, die setzen wir für Imitator ein. So, TK möchte sich an Finster. Dann lernt nämlich TK noch eine Unlicht-Attacke. Dann sind wir mit TK auf jeden Fall erstmal auf der guten Seite. Und Imitator hat uns jetzt gerade eh voll Pech gebracht, also von daher... Weg mit dem Imitator und ab mit der Finster-Aura. So. Bitteschön. Okay, wir werden dann mal... Pokémon haben wir geil. Uns noch ein paar Sachen kaufen, wieder. Damit wir auch gut vorbereitet sind. Kaufen, dankeschön. Dazu gehören auch ein paar Supertränke. 20 Stück, weil wir haben auch ein bisschen schwächere Pokémon. So, ein paar Beleber. 20 Stück reichen auch vollkommen aus. So. Und den Rest, den heilen wir einfach mit Bären, also. Und wir haben ja eh noch ein paar Hypertränke, also von daher. So, da müsste es eigentlich gleich regnen. Und hier müsste... Das Wasser ist verbuggt.
definitiv verbuggt. Ich glaube, hier müsste es ein paar Bären geben. Sananabäre, sieht aus wie so ein kleiner Penis. Der kleine Penis, der vom Boden aufstürmt. Das ist unglaublich. Ja, Sandra hat angerufen, das ist natürlich auch eine Enttäuschung irgendwie, weil sie hat ja den Kontakt abgebrochen und ruft trotzdem an. Jetzt weiß ich nicht, was ich denken soll, weil sie hat ihrem Freund den Kontakt abgebrochen. Und der Freund, ich weiß nicht, was der denkt, ne? Jetzt denkt er vielleicht, ja, sie hat den Kontakt abgebrochen, ich vertraue ihr mal und hier ist noch ein Beleber, wow. Ich vertraue ihr mal und hoffe, sie lügt mich nicht an. Und das Erste, was sie macht, sie lügt ihn erstmal fett ins Gesicht. Das habe ich ihr natürlich gestern auch so gesagt, ne? Ich glaube, hier war irgendwo ein Item. Ich habe so ein Gefühl. Genau, zink. Zink! Und ich meine, Lügen ist für mich ein Ding. Es gibt immer mal so Momente, da musst du einfach lügen. Es geht einfach nicht. Manchmal geht es einfach nicht mal anders. Es ist ein Notlügen. Ich weiß zwar nicht jetzt gerade nicht, wo eine Notlüge angebracht wäre, aber ja, manchmal musst du wirklich eine Notlüge machen. Weil ansonsten, vielleicht musst du mal was nicht wissen. Vielleicht fragt die dich was und die darf es einfach nicht wissen, weil es eine Überraschung ist. Und dann sagst du einfach, ja, ich habe Freunde getroffen und so, mehr nicht, haben nichts gemacht und kein Gangbang und so. Und da kann man mal eine Notlüge machen. Also, wenn eine Geburtstagsfeier vorausgesagt wird, hab gesagt, was habt ihr gemacht? Ja, nichts. Und ja, Notlügen sind daher vollkommen okay. Aber das ist für mich keine Notlüge. Also, wenn ihr da eine Notlüge drin seht, dann seid ihr anders als ich. Und anders als ich seid, ist ja auch nicht so schwer. Aber das ist für mich wirklich keine Notlüge. So, ich glaube, das ist der letzte Kampf vor der Höhle. Anstelle unseres Bosses werde ich dich für den Widerstand bestrafen. Yay! Wobei, jeder hat mal gelogen, wirklich. Ich habe auch gelogen, schon ziemlich oft. Ich glaube, ich habe auch schon mal in einem Video gelogen. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe auf jeden Fall schon mal in einem Video gelogen, das weiß ich. So, gefährlich ist jetzt hier, dass das auch ein... oh, wie heißt das jetzt? Ein Kampf-Pokémon ist, da TK ja eine Anfälligkeit für... Attacken hat. Schmeichler, Spezialangriffstieg. Ja, genau. Ja, Verwirrung, das ist natürlich sehr praktisch, weil... Ah, okay, wir treffen uns nicht selber. Gut, damit ist das Pokémon erstmal down. Und TK erhält seine nächsten EP fürs nächste Level ab, fast. So, und dann werde ich wirklich zu Folge 50 hin all meine Mitglieder und ohne Glieder, also alle meine Pokémon mit Teamglieder, also die vier, die auf jeden Fall dabei sind, auf Level 50 trainieren. Mein Panferno hat es ja schon erreicht, konnte fehlen noch etwa 8 Level und so. Von daher. So, Flammenblitz. Mein Ohr juckt. Jetzt nicht mehr. Ah. So. Also, ein Korn. Panferno steht auch kurz vor Level 60, ne? Aber ich glaube, das überlebt er jetzt nicht. Ah, doch. Okay, noch ein Flammenrad hinterher. Damit Panferno ins Level 60 kriegt und dieses Toxic Bug down ist. Genau. Schöne Giftgegner waren das übrigens jetzt alles hier, aber ob sie wirklich Widerstand geleistet haben, ich weiß es nicht. So. Ja, ich wusste es. Das, ja, ich krieg Ärger. Und desto näher ich in die Mitte komme, desto mehr Pokémon liegen hier auch rum. So, Supertrank. Heilen wir einfach Panferno mit dem Supertrank, mit 2 Stück. Müsste nicht unbedingt einen Hypertrank dafür ändern, also opfern. Einen Moment. Ich habe irgendwas im Ohr. Das ist nicht gut, dass ich was im Ohr habe, weil, ja, Ohr, Ohrenschmalz. Ohren waschen. Was machst du hier? Du willst die Explosion untersuchen? Ist aber egal, ist kein Unterschied mehr dabei. Jupp. Und ich glaube, hier war gar nichts mehr. So, hier lagen nur noch ein paar Gegner rum. Also wir sehen, es sieht wirklich düster aus für die ganzen Karpador hier. Aber was erwartet uns hier drin? Ein Typ in blauer Frisur. Die Mission läuft am Schnürchen. Es wird der Boss sicher froh sein.
alles für alle. Und das Beste für Team Galactic. Hä? Ich kenne dich doch. Du bist das Kind, das in Ewig genau das Gebäude vom Team Galactic überfallen hat. Uff. Jupiter sollte sich schämen, dass sie von einem Kind in die Knie zwingen lässt. Jeder, der sich Team Galactic in den Weg stellt, wird die Konsequenzen spüren. Jeder noch so kleine Pieps gegen uns wird von uns übertönt. Team Duell! Saturn, Commander Saturn. Fängt mit Magnein an. Oh. Hier wird also Unlicht gespielt. Wenn das kein Grinsen in mein Gesicht bringt. Ja, und ich frag mich ernsthaft, was da in meinem Ohr ist. Weil irgendwie es juckt. Boah, TK, du hast jetzt aber... Jetzt kriegst du langsam deine Chance und du wirst immer mächtiger und das finde ich auch cool so. Und es hat Donnerzahn. Okay, Donnerzahn ist kein Problem. Nö. So, und weil ich TK mag als Pokémon und TK ja ein Lucario ist, und Lucario war ja schon damals immer cool, eins der coolsten Pokémon überhaupt, heile ich es einfach mal. Oh, armes Magnien. Ja. Und es setzt schon wieder Donnerzahn ein. Ist ja unglaublich. Und weil ich eine Arschkrampe bin... Arschkrampe. Ja. Versuche ich jetzt mit Nahkampf down zu hauen. Und klappt auch prima. So. Ja, was läuft denn da im Fernsehen? Was ist das denn? Familienbrennpunkt. Ey, RTL for the win. Warum läuft mein Fernseher eigentlich noch? Oh, Arcani. Das war keine Zeit für unser Cornelis. Es sei denn, Arcani kann auch Donnerzahn. Das wäre natürlich richtig lustig. Weil Arcani ist pures Feuer-Pokémon. Und oh Gott, der Spread sieht ja mal Hammer aus, Alter. Das sieht geil aus. Ich kann Risikodeckel. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Risikodeckel wird uns tothauen. Der Connor hat wirklich so eine mächtige Verteidigung. Um Gottes Willen! Jetzt ernsthaft, Cornel? Alter Schwede! Und Cornel kriegt richtig viel EP, wenn er das tötet. Ich habe eh so ein Gefühl, es ist gleich nochmal, ja. Cornel ist zu langsam, das ist das Problem. Ja, Cornel ist zu langsam. Aber das war jetzt gerade schon richtig episch, dass Cornel das überlebt hat. Dabei ist der schon knappe, dabei ist das Ding 26 Level über. Also, Roma hätte das bestimmt nicht überlebt. Also, ich würde nicht damit rechnen, dass Roman das überlebt hätte. So, eigentlich Part 48 jetzt in der Reihenfolge, aber das wird noch alles in Part 47 sein, Alter, Kampf 4. Weil ich finde, da gehört jetzt einfach hier rein. Absol! Ja, warum nicht gleich so? Warum mal wechseln? TK. Weil TK hat momentan auch eine gute Phase eigentlich. Unser Hunde-Pokémon. Ein Kampfhund. Eigentlich ist es so eine Kampflesbe-Kampfhund. Beutel. Wir heilen uns aber trotzdem erst einmal. Die Zeit haben wir. Was würde schon Gefährliches einsetzen? Eigentlich ist es Unlicht. Und was kann Absol fand ich damals immer so ein cooles Pokémon, aber ich wusste nie, was es einsetzen kann. Also. Psychoklinge, okay. Das kann doch ein bisschen kräftiger werden, als ich dachte. Jupp. Nahkampf, es geht nicht anders. Und Absol ist wirklich schneller, das gibt's nicht. Alter. Unser Panferno wird dir jetzt zeigen, was es heißt, sich gegen uns anzulegen. Auch wenn du 66 bist. 66 und wir haben schon 6 Orden, ne? Heißt, also ich rechne mit
Orden 7 wird 75, dann Orden 8 wird bei 80 und 90 sein. Weil das kein weiter Weg mehr ist. Und ja, Orden 9 wollte ich sagen. Und die Top 4 werden dann bei 90 und 100 sein, ne? Ich denke mal, Cynthia wird bei 100 stehen. Definitiv. Voltenso. Was ist Voltenso? Dritte Generation bestimmt, ne? Ach, das Ding! Hallo, Voltenso! Ich glaube, du hast Statik und wirst mich paralysieren. Oder du machst es so. Auch okay. Flammenblitz! Das wird dir nämlich erstmal Einheit gebieten. So. Damit müsste es down sein, genau. Und wir leben noch, also... Hier, Saturn ist keine große Herausforderung. Und ein Hundemon. Ja, wer hätte damit denn nicht gerechnet, ey? Hundemon. Und das ist nur auf Level 64. Ich hätte jetzt Level 70 gerechnet, ernsthaft. Weil Hundemon ist schon mächtiger. So. Nahkampf einmal in your face und dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Weil Nahkampf ist von... Parfernos Nahkampf ist hier übermächtig immer wieder. Das meine ich. Und ein Voll... Oh, ein Volltreffer direkt. Das ist natürlich hier ein Applaus für dich. Applaudiert, meine Sklaven. Oder meine Abonnenten, je nachdem. So. Komm ein anderer Saturn, ist besiegt. Du bist stark und jetzt verstehe ich, warum du uns so auf den Weg gehst und auf den Piss. Selbst ich, ein Commander, kann uns gerade mal etwas Zeit verschaffen. Aber das ist schon in Ordnung so. Ein Kind wie du wird es niemals schaffen, gegen einen Strom der Zeit zu schwimmen, ohne unterzugehen. Team Galactic wird die drei legendären Pokémon aus den Seen fangen. Und mit ihren Kräften werden wir ein vollkommen neues Universum schaffen. Mars sollte mittlerweile das Pokémon vom See der Wahrheit gefangen haben. Das klingt nicht gut. Ja, es ist auch die Musik wieder normal. Überall stehen noch diese Galactic-Spacken. Wir fliegen einmal nach Hause. Mama weint bestimmt schon, hat bestimmt Kartoffelpüree gemacht. Und ja... Ab und zu Hause vorbeifliegen, ist ja auch gut so. Oh, in 6 Stunden kommt meine Mama und dann gehen wir einkaufen und dann gibt es Hühnchen. Ich hab Hunger. Aber ich muss jetzt noch 6 Stunden warten. Ich habe angefangen, weniger zu essen. Definitiv. Weil ich möchte wieder abnehmen ein bisschen. Und abnehmen ist ja... ich meine, was habe ich die Woche gegessen? Bestimmt... Ich habe jetzt seit Freitag habe ich bestimmt nur ein Paket Brot gegessen. Eine Pommes und eine Bratwurst. Mehr war da nicht. Also ist kaum was. Das ist jetzt über eine Woche her.